Anessia Herren, Tochter des verstorbenen Schauspielers und Schlagersängers Willi Herren, ist im 9. Monat schwanger. Vor 2 Jahren starb ihr Vater überraschend im Alter von 45 Jahren. Die Lücke, die entstanden ist, kann auch Ehemann Schaar nicht füllen. Doch mit ihrer Familie im Rücken stellt sie sich allen Höhen und Tiefen, die eine Geburt mit sich bringt. Hallo zusammen, die einigen von euch kennen mich schon, die anderen auch nicht. Ich bin's Alessia Milane Herren, bin 21 Jahre alt. Wie man sehen kann, bin ich hochschwanger. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich und meine Familie vor und nach meiner Schwangerschaft begleiten. Ich habe eine sehr, sehr große Familie. Die engsten sind für mich meine Mutter, du dickes Kind, meine Oma, meine Tante. Ich bin ein Familienoberhaupt von den Herrensen. Familie ist das Wichtigste und jetzt gründe ich meine eigene mit dem Can und ich bin sehr, sehr stolz darauf und wir können es einfach nicht mehr abwarten. Ich bin Can, ich bin Alessia, ihr Ehemann. Sagt man das so? Nein, nochmal nein. Hallo, nein. Sollen wir sagen Hallo? Oder nicht? Nochmal stopp, okay? Bitte wirklich stopp, ne? Ich bin der Can, bin 27 Jahre alt und wie habe ich und Alessia uns kennengelernt? Alessia stand abends an der Bushaltestelle und ich wollte abends zum Kiosk, wollte mir was zu trinken holen. Der Can war gegenüber am Kiosk, aber man hat ihn nur von hinten gesehen. Die Alessia stand dann plötzlich auch im Kiosk. Und dann habe ich sein Gesicht gesehen, also so von der Seite und ich dachte mir so, nee, irgendwie nicht so mein Fall. Dann habe ich ihr halt auf Instagram geschrieben, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und nach 2, 3 Wochen haben wir uns auch das erste Mal getroffen und seitdem an sind wir unzertrennlich. Und in wenigen Tagen werden Alessia und Can zum ersten Mal Eltern. Hallo Mama! Zeit fürs letzte Babyshopping mit Mutter Mirella. Wie geht's dir? Gut, ich hab noch unerwartet. Das Kind, Tobi. Meine Mutter ist alles für mich. Meine Mutter ist für mich die Welt. Ich bin die Mirella, ich bin 23 Jahre alt und die Mama von Alessia. Nee, Spaß, ich bin 46. Meine Mutter hat mich heute abgeholt, denn wir fahren zu einem Babyladen, weil meine Mutter uns einen Kinderwagen geholt hat. Und da stehen noch so einige Babysachen im Lager und wir werden jetzt alle abholen. Alessias Mutter und Vater Willi Herren trennten sich 1 Jahr nach ihrer Geburt. In Ossendorf. In Ossendorf, alles klar. Ja? Ach ja. Und Abfahrt. Ich habe mittlerweile öfters Ziehen im Bauch gehabt, ne? Und jetzt seit 3 Tagen zieht dieses Ziehen halt so zwischen meinen Beinen und am Po ein bisschen. Und ich habe mich so ein bisschen durchgelesen. Das sind, glaube ich, Übungswehen. Ja, ja. Voll verrückt. Können jetzt auch stärker werden. Ja. Also wenn die in regelmäßigen Abständen kommen, dann sind das ja wohl richtige Wehen und dann sollte ich Krankenhaus aussuchen. Ja. Mirella war mit 17 das erste Mal schwanger. Die beiden sind nicht nur Mutter und Tochter, sondern auch beste Freundinnen und sehen sich fast täglich. So, da sind wir angekommen. Ja, endlich. Ich warte ja schon seit Monaten auf die Sachen. Richtig süß. Hallo. Wir hatten vor ein paar Monaten Sachen bestellt, die stehen im Lager und wir wollten die heute abholen. Alles klar. Ich guck mal kurz, ob die auch alle da sind. Was ich noch im Kopf habe, war, meine Mutter hat uns einen Kinderwagen geschenkt mit so einer Babyschale. Mein Opa hat uns ein Kinderbett geschenkt, das steht auch hier. Wir haben uns dann so ein Beistellbett noch dazu geholt fürs Schlafzimmer. Und so eine Babytrage für mich, was noch? Die Auswahl ist riesig. Alessia weiß noch nicht, ob und was sie schon alles hat. Also hier haben wir die ganzen Tragen. Also für Männer, habt ihr auch für Männer welche? Männer und Frauen, kannst du alle nehmen. Ja, echt? Nimm doch die in rosa. Ja, für den Can, ne? Ich ruf den mal an. Alessia und ich werden Eltern, ich werde Vater. Für mich ist das auf jeden Fall was ganz Neues. Anfangs war das ein bisschen schwer, damit umzugehen, aber so mittlerweile, wo man das Kind spürt, wenn man den Bauch anfasst, da ändert sich die ganze Welt. Ich denke, wir werden das alles ziemlich gut hinkriegen. Amore, guck mal, ich bin jetzt bei den Tragen. Möchtest du eine haben? Ja, also ich habe so eine. Ja, du wolltest doch eine. Ich habe so eine.
Soll ich die holen? Ja, hol das. 100%? Ja. Ja, okay, ciao. Das war mein Mann. Und ich habe ihn gefragt, ob er auch so eine Babytrage haben möchte, weil ich habe auch so eine. Und ich finde das voll schön für das Baby, weil die Babys brauchen ja auch die Nähe von den Eltern. Und ja, total praktisch. Ich habe immer gedacht, oh Gott, nicht, wenn das Kind gleich irgendwie fällt, wenn sich da irgendwas löst oder so. Also das war nicht so stabil. Heutzutage haben wir hier so richtigen Luxus. Deswegen bin ich dann lieber auf den Kinderwagen wieder umgeswitcht. Sollen wir mal da gucken, Mama, ob wir da noch irgendwas brauchen? Du hast du alles? Wir müssen noch, ja. Und so eine Mülltonne. Sag du, Mama, du bist hier die Mutter. Ich bin werdende Mutter. Das ist halt der Fortschritt, ne? Ja, also ich habe mir sowas gewünscht, man hätte das zu meiner Zeit gehabt. Warum? Deswegen. Hat die Wohnung nach Scheiße gestunken oder was? Wenn das Kind frisch geschissen hat, dann riecht die Wohnung nach Geruch Scheiße. Nicht so prickelnd. Ne? Obwohl du das in die Mülltonne geschmissen hast. Ja, es riecht, ne? Am als besten ob. Dann direkt entsorgen. Die Alessia wird sich auf jeden Fall noch wundern, was alles auf sie zukommt. Schlaflose Nächte, zahnendes Kind, weinendes Kind, unzufriedenes Kind. Echt? Ja, es stinkt. Dann ist ja. Das ja echt praktisch. Ja, deswegen würde ich dir schon empfehlen, kauf dir einen Windeleimer. Ja, okay, was denn jetzt? Da mit extra großem Fassungsvermögen. Da brauche ich noch extra solche Dinger. Brauchst du noch solche Tüten dafür? Ich brauche Hilfe, SOS. In meiner Familie ist das normal, irgendwie früh Mutter zu werden. Also irgendwie hat sich das in den Jahren ergeben, dass jeder früh Mutter geworden ist. Ich muss aber sagen, ich bin die Älteste mit 21, die ihr Kind bekommt. Denn meine Mutter hat mein Bruder das allererste Mal mit 18 bekommen. Meine Oma, glaube ich, auch mit 17 oder 18 hat sie meine Mutter bekommen. Wir werden irgendwie alle früh Eltern. Hast du mir Schnullers geholt? Schnullers habe ich dir nicht gekauft. Die hast du gekauft. Apropos Schnullers. Ich hatte noch einen Schnuller in der Grundschule. Da habe ich sie abgeholt. Mama, gib mir meinen Schnuller. Also irgendwann zum Ende des ersten Schuljahres war dann Ende mit dem Nuki. Oh mein Gott. Also ich bin meiner Mutter absolut gar nicht sauer, dass sie euch verraten hat, dass ich so lange einen Schnuller im Mund hatte. Ich stehe dazu, ich war halt ein kleines Kind, ne? Ich wollte einfach meinen Schnuller immer haben. Natürlich macht man sich als Mutter Gedanken, wenn das Kind in der ersten Klasse noch den Schnuller nimmt. Aber zum Glück hat sich das dann irgendwann erledigt. Oh, wie schön. Oh, schön. Das ist der Sportsitz. Richtig schön. Alles in Schwarz. Perfekt. War richtig schön. Ich muss sagen, meine Mutter hat uns echt ein Maximum Kinderwagen geholt. Also echt, das war mein Traumkinderwagen. Vielleicht wollen wir noch ein Kind haben, dass man den Kinderwagen nochmal benutzt. Ja, deswegen habe ich mich auch für die Farbe komplett schwarz entschieden. Und ich hatte noch was drumherum. So ein Nestchen. Dasselbe mit diesen Dings drumherum. Ja. Typischer Fall von Schwangerschaftsdemenz. Hä? Oder habe ich das schon mitgenommen? Niemals. Ich muss das haben. Ich komm doch erstmal zu Hause, weil ich glaube, ein Fall mitgenommen. Ja, dann muss ich wieder hier hin. Ich hasse Autofahren. Nein, ich schwöre. Das kann nicht wahr sein. Also, die macht sich viel zu viele Gedanken, die Alessia. Gesagt, die soll ich gar nicht so viel Kopf machen. Die möchte einfach, dass alles perfekt ist, dass alles da ist und dass auch nichts vergessen wird. Das Nestchen, genau. Aber ich kann das nicht glauben. Das kann nicht wahr sein. Also langsam nervt sie mich. Das ist schon sehr anstrengend. Also müssen wir es nochmal bestellen. Ja. Also ich vermute, dass sie das vermutlich zu Hause hat. Deswegen, sie soll jetzt mal in Ruhe gucken, weil kaufen kann man es immer noch. Wie lange dauert das? So 2-3 Wochen. Der errechnete Entbindungstermin ist bereits in knapp 2 Wochen. Krass, das ist einfach eine Stange. Boah, das regt mich auch immer auf. Dann bestell es doch jetzt, ich hol's dann ab. Ja, okay, dann.
Also die Alessa ist ja sehr ungeduldig, ne? Das muss immer sofort hier und jetzt passieren. Das hat sie aber nicht vor mir. Also die macht mich da manchmal richtig kürre mit. Weil wenn die so macht, dann muss man springen. Wie immer, man springt nicht sofort. Bitte kannst du versuchen, dass das so schnell wie möglich kommt. Ich melde mich auf jeden Fall. Ja, okay. Gerade beim ersten Kind ist das hier Neuland. Bis auf das fehlende Nestchen fürs Babybett hat Alessia jetzt die Grundausstattung zusammen. Leben und Tod liegen oft nah beieinander. Alessias Vater Willi Herren verstarb im April 2021 im Alter von 45 Jahren. Tante Annemie besucht das Grab ihres kleinen Bruders so oft es geht. Auch für sie brach damals eine Welt zusammen. Mein Bruder ist jetzt genau 2 Jahre von uns, also nicht mehr bei uns. Genau 2 Jahre jetzt. Ich kann nicht loslassen. Das steckt so tief in mir, dass Willi nicht mehr bei mir ist, aber Haupt bei uns ist. Immer wenn der Mensch hier hinkommt, also das ist ganz schwer, ist das. Ich könnte heulen, alles. Wenn ich nur sehe, wenn mein Bruder da liegt. Die Familie hat den Tod von Willi Herren nie richtig verarbeitet. Wir können leider nicht loslassen. Und immer denkt man, es klingelt jetzt jeden Moment, es telefoniert jeden Moment. Ich muss ja aber denken, mein Bruder war ja vorher viel auf Reisen, viel unterwegs. Da wusste man, 2 Monate war der mir nicht da, da kam der wieder. Und das ist etwas, was Alessia im Kopf hat. Papa kommt eh wieder. Papa kommt aber nicht mehr wieder. Und der kommt leider nicht mehr wieder. Und das tut mir so weh für die Kinder. Das tut mir so weh. Die können nicht loslassen, denken immer, Willi, komm doch irgendwo. Irgendwo gibt's noch was. Ich überspiele das Ganze immer. Also ich möchte es nicht wahrhaben, dass mein Vater nicht mehr da ist. Und wenn ich dann auf den Friedhof gehe, wird mir halt bewusst, dass mein Vater einfach unter der Erde ist und nicht mehr bei uns. Deswegen ist das nicht so schön für mich. Jemand, der stirbt, dass er wiederkommt, wissen wir alle, dass diese Person nie wiederkommen wird. Und deshalb sollte man an schöne Momente festhalten. Und was Schönes ist gegangen und was Schönes kommt jetzt, ne? Ehemann Chan ist Alessias große Stütze. Nach Feierabend steckt er jede freie Minute in die Renovierung der neuen gemeinsamen Wohnung in Köln und packt an, wo es geht. Hallo! Wir sind gerade vor unserer neuen Wohnung. Und unsere Küche wurde vor ein paar Tagen aufgebaut und ich werde die heute das erste Mal sehen. Und der Bodenleger ist auch schon da und ich bin mal gespannt, wie weit ihr gekommen seid, ne, Amore? Wir sehen. Also meine Oma ist schon in der Wohnung drin. Die wollte die auch heute sich mal anschauen. Und ja, ich bin auch mal gespannt. Du hast die Küche nur auf dem Bild gesehen, ne? Ja. Siehst du jetzt zum ersten Mal. Oma, bist du schon hier? Hallo! Ich hab einen vergessen. Wie geht's? Familie ist für mich alles, also wirklich. Ich bin total ein Familienmensch. Also ich bin auch viel lieber mit meiner Familie statt mit Freunden. Das hat Alessia wohl von ihrem Papa. Willi konnte nicht ohne uns. Der war so ein richtiger toller Familienmensch und ein wundervoller Vater und ein wundervoller Bruder. Ich glaube, mein Vater wäre unfassbar stolz drauf, wenn er erfahren hätte, dass seine kleine Prinzessin schwanger ist. Ich habe den mal ein Jahr, bevor er verstorben ist, mal gefragt, wie er reagieren würde, wenn ich schwanger werde. Und er meinte ja, der wird mich unterstützen, der wäre immer für mich da. Und deswegen weiß ich zu 100%, dass er so stolz auf uns wäre. Und vor allem, weil der den Can auch so als zweiten Sohn gesehen hat. Ja, der wäre auf jeden Fall unfassbar stolz. Mein Vater ist ein halbes Jahr nach dem Willi gestorben. Mein Vater wusste ja auch nicht, dass mein Bruder tot war. Das haben wir ihm ja verschwiegen, weil er schon so alt war und demenz war. Er war ja so auf Willi fixiert. Und dann bin ich denn hin, eine Freundin von mir hat gesagt, du musst deinem Vater das sagen. Der geht nicht, mein Vater lag ja am Sterben, war ja demenzkrank. Einen Tag vorher, bevor mein Papa gestorben ist, bin ich noch mit in der Nacht zu meinem Papa und habe ihm dann gesagt, dass er gehen kann, dass sein Sohn oben wartet. Einen Tag später ist mein Vater gegangen, war tot.
habe ich einen Anruf gekriegt. Der hat nur auf diesen Moment gewartet. Ausgerechnet in dieser schweren Zeit machten Unbekannte der Familie auch noch mit respektlosen Posts auf Social Media das Leben zur Hölle. Wie das Grab noch nicht fertig war, dann waren Bilder auf einmal im Internet, Bilder im Fernsehen, dass das Grab nicht gemacht ist, kein Grabstein drauf, die Kinder, die haben die fertig gemacht, die haben die echt fertig gemacht. So ein Grab muss erstmal sacken, bevor man Grabstein drauf tut. Das hat doch kein Mensch verstanden. Ja, und jetzt ist es Gott sei Dank drauf. Jetzt haben die Kinder wirklich ein traumschönes Grab, hat mein Bruder. Was die Kinder da gemacht haben, das ist Wahnsinn. Die Kinder sind fertig gemacht worden, richtig fertig gemacht worden. Die haben den Kindern gar keine Zeit gelassen. Für mein Bruderherz, ich liebe dich über alles. So. Wie wir erfahren haben, dass Alessia ein Mädchen bekommen hat, habe ich direkt das Bändchen bekommen von Alessia und habe das sofort bei meinem Bruder an den Bilderrahmen gemacht. Und dann habe ich die Kette hier noch dran, weil leider bin ich ein bisschen allergisch dagegen. Ich weiß nicht warum. Und dann habe ich die so hängen, da sind die Haare, habe ich von meinem Bruder da drin. Als wir das mit dem Willi erfahren haben, war auf jeden Fall sehr hart. Eine harte Zeit auch. Immer noch eine harte Zeit. Ja, war auf jeden Fall sehr viel Leid bei Alessia, bei uns allen, bei der ganzen Familie. Wirklich davon wegzukommen, ist halt nicht so leicht, wie man denkt. Ja, das sitzt mir auch sehr tief, dass der Willi nicht mehr da ist. Ich muss sagen, das fällt mir sehr, sehr schwer, dass mein Kind halt meinen Vater niemals kennenlernen wird und ich mit meinem Kind einfach irgendwann ihren Opa auf dem Friedhof besuche. Also das nimmt mich sehr, sehr mit innerlich. Traurig einfach, was soll ich dazu sagen? Ja, sie möchte halt, dass ich oft hier bin. Und soweit ich dann mit meinem Beruf vereinbaren kann, bin ich dann auch viel oft hier. Das ist schöner Familienzusammenhalt. Und, wie findest du die Küche? Schön. Ich hab mir die noch gar nicht angeguckt. Auf Putzteufel Alessia wartet eine böse Überraschung. Warum ist denn hier so viel Staub? Ja, warum? Baustelle, Alessia. Amore. Baustelle, ne? Oh mein Gott. Nein, Baustelle. Ist das normal? Ja, klar. Ich dachte, ich kriege diese Wohnung nie wieder sauber. Also ehrlich, wegen dem Staub. Das ist ja richtig dreckig. Ja. Aber was sagst du sonst? Voll, die kannst du wirklich zum Aufmachen, ne? Oh, wie schön. Toll. Cool. Also das Besondere an der Küche ist einfach, dass sie schwarz matt ist. Das war unsere Traumküche. Und schaut euch das mal an. Warte. Wie geht das überhaupt? In der Küche haben wir zwei Fernbedienungen für die Lichter. Einmal unten ist so ein LED-Licht und oben. Ich weiß aber die ganzen Funktionen noch nicht. Ich muss mich durchlesen. Ich habe alles Bücher. Hä? Was ist das? Ich verstehe das Ganze hier nicht. Ja, weil du überall einfach drauf tust, aber auch, ne? Das geht nicht mehr. Ja, lass einfach. Oh, da geht auch noch Licht an. Das finde ich total schön, so abends. Guckt euch das mal an. Boah, der Boden kommt doch gar nicht so im Geld um die Eier. Der ist auch noch gar nicht fertig, ne? Der wird ja noch komplett verfugt. Und dann kommen da unten noch Leisten dran. Ah, ja. Und da ist noch ein bisschen zu tun auf jeden Fall. Das ist echt nicht normal. Ohne Spaß, das ist wirklich nicht normal. Alessia hat daraus so ein Drama gemacht, dass der Staub nie wieder weggeht. Also sie hält mir das noch bis heute vor die Nase. Ne? Ja, ist halt Baustelle, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob die das verstehen jetzt. Ja, ich verstehe das, aber meine Oma hat ja recht. Eigentlich deckt man ja sowas ab. Aber der hat ja hier drin gearbeitet. Alessia hat dem Handwerker, dem Udo, auch dann ordentlich die Meinung gesagt. Ja, danach hat er halt besser aufgepasst mit dem Arbeiten. Hier sieht es ganz schlimm aus. Denn das Klo wurde offenbar benutzt. Also man sieht, hier haben Männer drin gepinkelt. Alessia ist ein sehr ordentlicher Mensch, ein sehr sauberer Mensch. Die Bauarbeiter haben einen großen Fehler gemacht. Die haben die ganze Klobrille voll gepinkelt, auf den Boden gepinkelt. Die Toilette, die hat nach Pisse gestunken, nach Pisse. Unter der Toilette, da waren einfach Pipi-Tropfen. Wie ekelhaft, also das geht echt nicht. Ja, sie war auf jeden Fall richtig sauer. Zu Hause gibt's das nicht. Also der Can pinkelt bei uns immer am Sitzen. Das ist auch viel hygienischer, also das ist richtig ekelhaft. Aber ich mache ja eh die komplette Wohnung sauber,
Nachdem habt ihr gerade über Pinkeln? Wie ich pinkeln rede? Na, ehrlich jetzt? Das ist auch Respekt vor mir einfach, ne? Weil wenn Männer im Stehen pinkeln, da ist, keine Ahnung, ist voll ekelhaft. Also da wird auf jeden Fall das Kinderzimmer und hier links wird unser Schlafzimmer. Ja, wir können da gerade nicht drüber gehen, weil der Bodenleger hat die Fliesen eben frisch verlegt und deswegen. Wir machen da hier einen kompletten Neuanfang mit der Familie. Und hier ist halt alles drumherum. Geschäfte wie Kindergarten, Grundschule und all das, was wir brauchen. Unsere Familie wohnt hier direkt in der Nähe und ist halt sehr zentral auch. Das Besondere an dem Can ist einfach, er ist einzigartig. Ich liebe ihn so, wie er ist. Ja, komm, jetzt ich will ein paar Infos nicht wissen. Ja, einfach Gesamtpaket stimmt. Lass mir so stehen jetzt einfach. Ich muss dazu sagen, als ich den Can kennengelernt habe, stand ich noch nicht so krass in der Öffentlichkeit wie jetzt. Da war also mein Vater im Fokus und ich war einfach so nur die Tochter. Und anfangs haben wir die Beziehung auch privat gehalten, weil ich finde, gewisse Dinge sollte man einfach privat halten. Aber irgendwann haben wir uns dazu entschlossen, als ich dann auch schwanger geworden bin, dass wir das einfach öffentlich preisgeben. Can ist ja Sonnenschein und der bringt uns hier immer wieder Sonnenstrahlenenergie. Was denn? Ja. Hat das Baby schon einen Namen? Wir haben einen Namen, aber den werden wir noch nicht verraten, erst wenn die Kleine da ist. Wir haben natürlich beide zusammen uns für einen Namen entschieden. War eine schwierige Entscheidung. War schon eine schwierige Entscheidung, deshalb, darf ich das verraten, ja, haben wir auf jeden Fall einen Doppelnamen. Ja, weil wir uns nicht entscheiden konnten. Jetzt gleich geht's ja auch zum Frauenarzt mit meiner Oma und mit meiner Mutter. In der Zeit machst du ja hier hoffentlich weiter in der Wohnung, damit wir rechtzeitig hier einziehen können. Ich wäre schon gerne bei jedem Frauenarzttermin dabei gewesen, nur leider musste ich mich um die Wohnung kümmern. Wir haben hier gestrichen, wir haben hier tapeziert, war halt viel Arbeit. Dann bis gleich, mein Herz. Bis später. Sagst du dir wieder kein Tschö? Schreib mir einfach, ja? Die wollten mir kein Tschüss sagen. Auch keine Ahnung. Ich sage, die ist verrückt einfach. Okay, schreib mir, wenn ihr angekommen seid, ja? Ja. Okay. Bis später, ciao. Die Küche voller Staub, ey. Ja, die hätten da echt was. So eine Folie vorhängen sollen. Ne? Ja, wir fahren jetzt zu dritt zum Frauenarzt. Hallo Mama, Hallöchen. Hallo Mama. Hallo mein Kind. Schön, dich zu sehen. Guck mal, mein Babybauch. Wird immer dicker. Süß, du dickes Kind. Lustig. Ja. Ja, sollen wir jetzt losfahren, weil wir ja, du bist mal wieder zu spät, Stunde. Kind, ne? Komm. Drei Generationen und die vierte in Alessias Bauch machen sich auf den Weg zu einer letzten Vorsorgeuntersuchung. Genau heute, vor zwei Wochen, habe ich hier doch mein Dings bekommen. Ja, genau, deine. Wo ich fast ohnmächtig geworden bin. Stimmt, hier Maut. Als wir auf dem Weg zum Frauenarzt waren, da ist ihr so schlecht geworden während der Autofahrt. Also das war echt ein Schockmoment für mich. Ich freue mich richtig, weißt du? Auch? Die Kleine jetzt gleich zu sehen. Ich falls sie sich nicht wieder versteckt. Ne? Oh, ich hoffe nicht. Die versteckt sich ja immer. Was? Die versteckt sich ja immer. Das Kind macht ihn spannend. Es geht ins rund 20 Kilometer entfernte Pulheim. Ja, wir sind jetzt ein bisschen spät dran, deswegen wir müssen uns beeilen. Hallo. Hallo, wieder hier. Da sind wir wieder. Ja, Baby noch drin. Ja. Ja, da machen wir immer die Vorsorgeuntersuchung, ne? Wieder mit Begleitung. Ja, mit ja, meiner schön. Oma und mit meiner Mutter. Ja, super. Dann schauen wir mal. Dann einmal erstmal durch ins Wartezimmer, ne? Die, meine Kolleginnen holen sie gleich zum CTG. Okay. Jo, bis gleich. Bis ich im fünften Monat war, war ich bei einer Frauenärztin, da durfte ich keine Begleitung einfach mit hochnehmen, was ich so unverschämt fand, weil das sind Momente, die man nicht alltäglich hat. Also das möchte man ja mit den Ängsten teilen, wie mit dem Vater des Kindes oder die Oma, Mutter, wie auch immer. Und ja, dann habe ich auch die Ärztin gewechselt und jetzt bin ich ja aktuell bei einer Ärztin, wo ich immer Begleitung mit haben darf.
Ich durfte immer zwei, immer mein Mann und meine Mutter, dann war meine Oma, dann meine Schwiegermutter oder immer abwechselnd. Heute sind die Frauen unter sich. Ja, da bin ich erkrankt und konnte letzte Woche nicht mitkommen. Aber es ist immer wieder ein schönes Ereignis, zu gucken, ob die Kleine sich zeigt. Also eigentlich hatte sie jetzt nur so mit dieser normalen Übelkeit zu kämpfen. So, bis jetzt, ne, geht sie eigentlich gut. Außer sie kann jetzt so kein Auto mehr fahren. Da wird ihr übel, schlecht, Kreislaufprobleme. Deswegen unterstützen wir sie, ne, und fahren jetzt auch immer zu zweit mit. Ja, also passieren kann ja immer irgendwas, aber ich bin guter Hoffnung, weil sie nimmt das irgendwie so easy mit, ne? Die hat auch gar keine Angst so vor der Geburt. Also das wundert mich total. Ich kann das erst richtig realisieren, wenn ich das unsere Prinzessin, unser Kind auf dem Arm halte. Also für mich ist das einfach unglaublich. Aber bei der Alessia, nee, da habe ich gedacht, wäre die mein erstes Kind gewesen, hätte ich nie mein Kind bekommen. Das war einfach so eine Übelkeit. Jedes Mal, wenn ich mich bewegt habe, kam alles das wieder raus, was ich gegessen habe. Also ich habe auch so gut wie gar nichts gegessen. Ich konnte ja nichts essen, nichts trinken. Die konnte nicht mal mich riechen. Die wollte mich nicht mal mehr riechen. Das war alles so ekelhaft. Die Geburt wiederum, die war wunderschön. Für Alessia ist das Baby ein absolutes Wunschkind. Boah, wie hab ich euch das immer erzählt? Ich habe das Schwangerschaftsfest gemacht. Da habe ich dir noch einen mitgebracht. Du hattest schon einen. Nachdem ich eigentlich meine Periode kriegen sollte, hat meine Mutter mir einen Test mitgebracht. Und ich habe mir auch noch einen geholt. Dann habe ich zwei Tests gemacht. Und die waren positiv. Dann bin ich direkt zum Arzt gegangen. Der Arzt hat mir das bestätigt. Ja, und dann habe ich, glaube ich, habe euch allen ein Foto geschickt. Ne? Du wirst Oma, ja, du wirst Oma. Ich war ja mit dabei. Ach ja, stimmt. Du warst das. Ich durfte nicht mit zum Arzt rein. Stimmt, du warst dabei. Und das ist auf jeden Fall ein Wunschkind. Wir wollten das. Und wir haben es einmal versucht und direkt hat es funktioniert. Ja. Wenn ich so zurückblicke, wie ich so mit 16 war. Also, ich war ja schon ein schlimmes Kind. Aber besser habe ich mein Leben so früh gelebt und bin ein bisschen durchgedreht und so, statt jetzt. Weil dafür bist du jetzt umso ruhiger. Ja, du bist auf jeden Fall gereift. Was hast du denn getrieben? So? Oh Gott. Ach, ich war ein schlimmes Kind. Dieses Kind hat mich nervenkrank gemacht. Das waren 4 Jahre. Ich habe echt gedacht, die macht mich nervenkrank. Das war der reinste Horror. Also, ich hätte nicht gedacht, dass sie sich wieder dreht. Ne? Also man tut und oder hat gemacht als Eltern, aber es hat alles nicht funktioniert. Als mein Bruder damals dann ausgezogen ist, habe ich ja nur mit meiner Mutter alleine gelebt und dann bin ich völlig durchgedreht. Ich habe meine Mutter nicht mehr ernst genommen, habe getan, was ich wollte, bin auch nicht mehr in die Schule gegangen und dies und das. Im Teenie-Alter zeigte die heute 21-Jährige eine komplett andere Seite von sich und nahm an Formaten wie Ab ins Kloster teil. So war sie auch im wahren Leben zu uns. Also sie war auch zu uns vulgär und hat Ausdrücke benutzt, die man als Tochter zu den Eltern nicht sagt. Also es war einfach geschockt. Also es war einfach, nicht die Alessia. Das war einfach ein Teufel. Also ein Teufel im Kloster. Wahnsinn. Das war meine pubertierende Phase. Ich habe dann noch die Kurve bekommen, habe dann meinen Abschluss auch alles nachgeholt und ja, habe dann gesehen, wie ernst das Leben eigentlich ist. Ne? Mein Verhalten ist echt unmöglich. Das war echt unmöglich. Tolle Einsicht. Heute ist Alessia eine gereifte junge Frau und werdende Mutter. Wir checken ja jedes Mal, ob es schon losgeht oder nicht. Also bis jetzt tut sich nichts, aber das kann sich auch ganz schnell wieder ändern. Das heißt, auch wenn jetzt gar nichts ist, kann trotzdem morgen das Baby kommen. Also Geburtshilfe ist komplett unvorhersehbar. Ich bin ja schon sehr dünn, wie man sehen kann, bis auf meinen Bauch jetzt. Aber eigentlich bin ich ja sehr schmal. Habe ich 5 Kilo in den ersten 3 Monaten abgenommen, weil ich nichts essen konnte. Also wirklich an jede schwangere Frau, die fühlt mit mir. Ich konnte nichts riechen, nichts essen, nichts trinken. Also wie gesagt, ich habe 5 Kilo abgenommen. Das war eine richtig harte Zeit für mich. Die Herztöne von meinem kleinen Baby. Müsst ihr mal genauer hinhören. Total schön ist das zu hören.
Das ist überwältigend, wenn man das hört. Weil es halt meine Tochter ist, ne? Die jetzt ein Baby erwartet. Aber diesmal sind die Herztöne ein bisschen langsamer als vorher, glaube ich. Man sagte, die ersten 3 Monate sind Risikomonaten. Da kann man das Kind sehr, sehr schnell verlieren. Und da hatte ich sehr, sehr Angst, dass ich das Kind verlieren könnte. Man hat einfach die ganze Schwangerschaft Angst um das Kind, dass irgendwas schief läuft. Bei der Geburt kann es sein, wenn das Kind nicht schnell genug rauskommt, dass es dann während der Geburt halt tatsächlich einen Sauerstoffmangel erleidet. Oder die Mutter kann halt in Gefahr geraten durch stärkere Blutungen unter der Geburt. Das ist das, was passieren kann. Beim ersten Kind sollte sich eine Frau auf eine Geburt von mindestens 12 Stunden einstellen. Bei Alessia könnte es eher losgehen als gedacht, denn ihre Frauenärztin hat wichtige Neuigkeiten.